Die Frage ist ja nicht dumm und sie wird nicht nur von Kindern gestellt. Gab es den ersten Menschen? Gab es Adam und Eva? Gab es eine Entstehungszeit des Homo sapiens? Ich habe mir dazu ein paar Sachen angeschaut und auch in einigen Büchern geblättert. Hier ist die Antwort. Alles passiert auf einer großen Skala aus stetig fließenden Übergängen. Und damit ist auch die Frage nach dem offiziell ersten Menschen, also eine Art Adam und Eva, vollkommen sinnlos. Denn es gibt in diesem Kontinuum keinen hundertprozentig markierbaren Anfang, nur einen ungefähren. Man kann es auch anders ausdrücken. Du bist das Kind deiner Eltern. Fakt. Und deine Eltern sind hundertprozentig von derselben Art wie du. So wie ihre Eltern von derselben Art sind wie deine Eltern. Und so weiter. Niemand von uns ist im Verlauf der letzten 3 Millionen Jahre auf die Welt gekommen und die Eltern haben gesagt, oh schau, eine neue Art ist entstanden. Das gibt es nicht. Manchmal passiert es, dass das geborene Kind plötzlich einen etwas dunklen Tint hat und der blasse, pigmentlose Vater die frische Mutter mit einem verwirrten Blick anschaut. Ups, aber das ist eine andere Geschichte. Somit gilt, Arten entstehen nicht durch Einschnitte. Da wird kein Fisch mit Beinen geboren und er kann dann als erster an Land spazieren. Die Abgrenzung in Arten innerhalb eines Stammbaums ist somit ein eher künstliches Konzept, das wir uns angeeignet haben, um diesen gänzlich fließenden Prozess irgendwie kartografieren zu können. Doch es ist das Beste, was wir haben. Eine Evolution sieht somit auch nicht Adam und Eva vor. Es gab keine Australopithecus-Eltern, die auf das in der Wiege schreiende Baby geschaut haben und sich sagten, wie ist das denn passiert? Diese ganzen Abgrenzungen sind somit ein wenig künstlich, denn sie reflektieren unseren Wissensstand. Durch mehr Wissen und mehr Forschung kann man es sich leisten, in der Taxonomie, wie man dieses Verfahren der Bestimmung und Katalogisierung nennt, immer detaillierter zu sein und somit mehr Arten innerhalb einer Kette zu bestimmen. Doch es ist stets auch unser menschlicher Versuch, durch Abgrenzungen Vorgänge zu verstehen und zu erfassen, die eigentlich keine Diskretisierung besitzen, sondern vollständig aus einem Kontinuum bestehen. Und Taxonomien sind schwierig und fordern unter den Zoologen und Botanikern die Besten der Besten heraus. Man muss schon sehr, sehr gut die betreffende Gattung kennen und verstehen, um anhand geringer Unterschiede in der Anatomie oder in der DNS festhalten zu können, wie eine betreffende Verästelung innerhalb der Spezies geartet ist. Nur kann man der Entstehung einer bestimmten Art, auch Ontogenese genannt, keinen klar abgegrenzten Startstempel geben. Da muss man sich mit Zeiträumen wie zum Beispiel einer 500.000 Jahre zufrieden geben. Und das klingt schon sehr genau, denke ich. Auf eine 500.000 Jahre genau die Entstehung einer Art festzunageln, das ist ein ziemlicher Volltreffer. Demgegenüber steht die sogenannte Phylogenese. Dies bezeichnet eine gesamte stammesgeschichtliche Entwicklung der Pflanzen und Lebewesen und ihre vergleichbaren Eigenschaften. Hier lassen sich also anhand von Fossilien ganze Entwicklungsketten aus einzelnen Tierarten und Pflanzen nachweisen. Unser Organismus ist voll von historischen Resten. Denn so wie es ein langsames und doch stetiges Auftreten an Neuigkeiten in einem Organismus gibt, so findet auch ein ebenso langsamer Abbau überflüssiger Merkmale im Körper statt. Wir sind nicht die perfekte Krone der Schöpfung. Gut, unser Gehirn ist schon sehr ungewöhnlich, so dass man leicht verführt ist, etwas egozentrisch zu denken. Doch dann sieht man den nächsten Blödmann etwas im Fernsehen gackern und die Zweifel kehren zurück. Und was den restlichen Körper betrifft? Naja, wir sind einfach nur, wer wir sind. In den 80ern und 90ern gab es diese postmoderne Tendenz, die menschliche Anatomie als das perfekte Resultat der Schöpfung anzusehen. Ich sage Humbug. In unserem Körper gibt es eine Menge Merkmale, die alles andere als perfekt sind. Unsere Augen sind gerade mal Mittelmaß. Unser Immunsystem könnte ruhig auch etwas stärker sein. Und unsere Wirbelsäulen? Ich fange gar nicht erst an. In der Fachsprache nennt man das Rudiment. Das sind Formen und Aspekte des Menschen, deren Funktion innerhalb der Phylogenese längst verflossen oder nie richtig zur Blüte gekommen ist. Diese können dann fragmentarisch nachgewiesen werden. Man sagt auch, dass sich in der DNS Mutationen sammeln können, die eben keinem augenblicklichen Evolutionsdruck unterstehen. So nach dem Motto, wenn es weder hilft noch stört, schleppt man es halt noch eine Weile mit. Ungefähr so wie mein Zeitungsarchiv, das 1993 noch eine witzige Idee war, doch 20 Jahre später im Zeitalter des Internets nur noch die Gefühle der Nostalgie bedient. Okay, das ist jetzt alles nicht sehr tiefsinnig und jeder Biologiestudent weiß das vermutlich. Doch dieses Grundverständnis der Evolution und Artenvielfalt gewinnt heute eine neue Aktualität. Naja, ich komme damit auf eine ganz spezielle Meute zu sprechen, die Kreationisten.
Denn diese Leute haben in den letzten Jahren beträchtlich an Boden gewonnen und breiten sich aus den USA nun langsam auch in Deutschland aus. Die Kreationisten glauben, dass Gott die Welt vor knapp 5000 Jahren erschaffen hatte und die Evolution mit all ihren Jahrmillionen nur eine Erfindung von gottlosen Wissenschaftlern ist. Sie verneinen damit natürlich die ungeheure Beweiskraft von hunderttausenden Fossilien, die geologisch in ferne Zeitabschnitte klassifiziert werden können. Da gab es in den vergangenen Jahren auch deutsche Politiker, allesamt natürlich aus Parteien, die ein C im Namen haben, die sich für Initiativen stark gemacht haben, die den gütigen Schöpfungsgott wieder zurück in den Biologieunterricht verlagern sollen. Und damit kommen wir zu dem Adam- und Eva-Thema zurück. Denn die Kreationisten arbeiten sich gerne an den Lücken in der fossilen Stammesgeschichte ab. Da hört man sehr oft, wenn die Paläontologen nicht mal den Anfang des Menschseins feststellen können, dann kann das Ganze ja nicht viel Aussagekraft haben. Richard Dawkins schreibt über das Lückenproblem: Viele entwicklungsgeschichtliche Übergänge sind sehr elegant durch mehr oder weniger kontinuierliche Reihen von Fossilien mit stufenweisen Veränderungen dokumentiert. In manchen Fällen ist das nicht der Fall und das sind dann die berühmten Lücken. Eine geistreiche Bemerkung dazu machte Michael Shermer: Wenn man ein neues Fossil findet, das genau in die Mitte einer Lücke passt und sie auf diese Weise zweiteilt, behaupten die Kreationisten sogleich, es gäbe nun doppelt so viele Lücken. Ohnehin setzt dann auch wieder der unbegründete Automatismus ein. Ist ein postulierter entwicklungsgeschichtlicher Übergang nicht durch Fossilien belegt, so wird automatisch unterstellt, es habe einen solchen Übergang nicht gegeben und deshalb müsse Gott eingegriffen haben. Evolutionsverweigerer verstehen halt nicht, dass die meisten Prozesse in der Natur in einem kontinuierlichen Zustand sind. Das ist eben eine Sicht der Welt, die im Konflikt mit einer religiösen Sichtweise steht. Denn in einer religiösen Welt sind die Dinge stets abgegrenzt und durch Schlüsselereignisse festgehalten. Meistens erfundene Schlüsselereignisse, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Das hat vermutlich auch etwas mit unserer Intuition zu tun. Unsere Psychen verlangen nach klaren Abgrenzungen, Anfänge und Enden. Fluidität ist immer irgendwie komisch. Somit gilt, es gibt keinen ersten Menschen auf dieser Welt und noch weniger das erste Paar. Jeder Mensch ist lediglich das Produkt seiner Eltern und somit zu der Spezies seiner Eltern zugehörig. Das ist alles. Und ab wann man in diesem genetischen Kontinuum von einem Homo sapiens sprechen kann, ist der Gegenstand von spannenden Diskussionen unter Anthropologen und Paläontologen. Aber man wird niemals die virtuelle Diskretisierung so weit herunterbrechen können, um auf einen engen Zeitabschnitt zu zeigen und zu sagen, in diesem Jahrtausend ist es passiert. Weil das nicht stimmen würde. Warum? Weil es eben nicht in einem bestimmten Jahrtausend passiert ist. Es passiert ja ständig. Es passiert jetzt. Wir sind ja nicht stehen geblieben. In lediglich 100.000 Jahren können die Menschen bereits Veränderungen aufweisen, die uns heute überraschen würden. Indifferente Hautfarbe, größere Augen, Veränderungen in der Wirbelsäule würden mich persönlich nicht überraschen. Aber auch diese Mutation wird keinen festen Tag X haben, an dem sie in Kraft getreten war. Nur ein Spektrum aus Umweltfaktoren, die dazu beigetragen haben. Wie zum Beispiel 18 Stunden am Tag auf irgendwelche Bildschirme zu starren. Und darum auch mal abschalten und den Augen eine andere Brennweite gönnen. Den Horizont erkennt man daran, dass er immer weit weg ist. Somit sei neugierig, geh auch mal spazieren und lasse dich nicht polarisieren. Bis zum nächsten Mal.